Herzlich willkommen zum Pop-up-Gottesdienst hier in Nürnberg in der St. Jakobskirche. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern jetzt Gottesdienst mit den Menschen, die heute in die St. Jakobskirche gekommen sind. Ein bisschen höre ich das Rascheln der Popcorn-Tüten. Wir feiern Gottesdienst mit allen Menschen, die bei Frankenfernsehen heute zuschauen. Es ist gut, dass ihr dabei seid. Und wir feiern Gottesdienst mit allen, die im Bett liegen oder am Sofa und bei YouTube das Ganze anschauen. Es ist gut, dass du da bist. Und last but not least, Gott ist da. Er ist mitten unter uns. Und er ist nicht beschränkt auf einen Ort und nicht beschränkt auf einen Zeitpunkt. Es ist gut, dass Gott jetzt da ist. Bei unseren Pop-up-Gottesdiensten steht immer ein Popsong im Mittelpunkt. Heute ist es der Song »Zu dir« von Lea. Ein schöner Song, bei dem es darum geht, wo bin ich eigentlich zu Hause? Wo kann ich sein, wie ich bin? Wo brauche ich keine Schminke und keine Maske, schon gar keinen Mund-Nasen-Schutz? Wo kann ich einfach sein, so wie ich bin? Und die Frage, wo sind diese Orte, wo sind diese Menschen, wo ich so sein kann, wie ich bin? Ich merke bei mir eine große Sehnsucht nach diesem Wort zu dir. Nach vielen Wochen von Kontaktbeschränkungen. Wir bleiben zu Hause, hieß es lange. 1,5 Meter Abstandsregeln, Distanz. Uns fehlt diese Nähe, mir fehlt diese Nähe. Uns fehlt dieses zu dir. Heute in diesem Gottesdienst wollen wir darüber nachdenken und wollen wir versuchen, Gott näher zu kommen. Ich spreche ein Gebet zum Anfang unseres Gottesdienstes. Zu Beginn dieses Gottesdienstes lege ich ab, was mich beschwert. Ich lege ab die Hast meiner Schritte, die Härte meiner Stimme. Ich lege ab die Furcht vor Leere und die Wünsche von gestern. Ich lege es ab bei dir, Gott. Ich lege es ab bei dir, Gott. Ich lege an den Glanz des Feuers und die Ruhe des Herzens. Ich lege an die Sanftmut und die Achtsamkeit der Seele. Ich nehme es von dir, Gott. Ich nehme es von dir, Gott. So feiern wir das Fest des Gottesdienstes. Wir feiern unser Ankommen bei uns selbst und bei dir, Gott. Amen. Wenn ich sein muss, wie ich wirklich bin, ohne Maske, ohne fakes Grinsen, ich würde zu dir gehen. Wenn Träume platzen, die Erde bebt, es um Leben oder Sterben geht, ich würde zu dir gehen. Wenn ich glücklich bin und fast am Ziel, ich das teilen muss, weil ich so sehr fühle, ich würde zu dir gehen. Wenn ich nichts mehr hab, nicht einen Cent, auf der Suche nach nem Platz zum Pennen, ich würd zu dir gehen. Sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr bei mir. Sag, darf ich zu dir? Zeit. Auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr bei mir, darf ich dann zu dir, zu dir, zu dir, darf ich dann zu dir, zu dir, zu dir. Wenn ich mich schäme wegen meiner Fehler und
die Lösung einfach gerade nicht sehen kann. Ich würde zu dir gehen, wenn ich feiern will, so wie noch nie, weil ich das Leben spüre und ernage. Ich würde zu dir gehen, wenn die Tränen kommen und ich trauern muss und ich da einfach durch muss bis zum Schluss. Ich würde zu dir gehen, wenn die letzte Stunde für mich schlägt und ich die Wahl hab, wohin ich mich will. Ich würde zu dir gehen, sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr bei mir, sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr bei mir, darf ich dann zu dir, zu dir, zu dir. Darf ich dann zu dir, zu dir, zu dir. Vor kurzem beschwerte sich eine Freundin bei mir über ihre pubertierende Tochter. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich ihr Mädel eigentlich total sympathisch und freundlich und höflich finde. Sie hat dann gesagt, na ja, schön, dass du das so siehst, die Lehrer bestätigen das auch, aber du müsstest sie mal erleben, wie sie zu Hause ist, da lässt sie ganz schön die Sau raus. Natürlich ist so ein Verhalten von Teenagern, und ich denke da auch an meine eigenen Kinder, nicht in Ordnung, und das muss man ihnen auch rückmelden. Auf der anderen Seite habe ich mir nach unserem Gespräch gedacht, ist doch auch schön, dass ein Teenager so einen Ort hat, an dem er so sein kann, wie er ist. Ohne Maske, ohne Fake-Grinsen. Ein Ort, an dem man wütend, traurig, schlecht gelaunt, aber auch glücklich und verrückt sein darf. Ich erinnere mich auch, dass ich als Teenager manchmal meine spinnerten 5 Minuten, so nannte meine Mutter das, hatte. Und da bin ich dann völlig überdreht durchs Haus gehüpft wie Otto Walkes, der Komiker. Ich denke, jeder von uns, auch im Erwachsenenalter, wünscht sich so einen Ort. Ein Ort, an dem es Menschen gibt, die uns so annehmen, wie wir sind. Denen wir nichts vorspielen müssen. Und die sich im Idealfall noch mit uns freuen oder, wenn wir traurig sind, mit uns weinen. Für viele Menschen ist das der Partner, die Freundin oder die Gemeinde. Ich träume von einer Kirche, in der Menschen so sein dürfen, wie sie sind, einfach authentisch. Wollen wir Menschen in unserem Umfeld so einen Ort bieten? Können wir sie annehmen, wie sie sind? Ich muss zugeben, dass da bei mir noch ganz schön viel Luft nach oben ist. Oder andersrum, schön, wenn Sie so einen Ort haben. Leider hat nicht jeder diesen Ort. Und manchmal geht so ein Ort auch verloren, dann, wenn zum Beispiel Beziehungen zerbrechen. Lea fragt in ihrem Lied wiederholt, sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und keiner mehr da ist, sag, darf ich zu dir? Das erinnert mich an das Gleichnis aus der Bibel vom verlorenen Sohn. Ein Mann, er war ein reicher Gutsbesitzer, hatte 2 Söhne. Der jüngere Sohn verlangt von seinem Vater das Erbe. De facto erklärt er ihm in diesem Moment für tot, weil das Erbe gibt's ja erst nach dem Tod. Der Vater gibt's ihm aber trotzdem. Und der junge Mann zieht los in die weite Welt und will sein Leben genießen. Er hat viel Geld, das er nun in Partys und in Prostituierte steckt. Und er hat viele Freunde. Vielleicht nach dem Motto, hast du was, bist du was. Und eine Zeit lang hält er diese Lebensweise für einen Ort zum Wohlfühlen. Lachen, feiern, gut drauf sein.
Doch als sein Geld aufgebraucht ist, hat dieser junge Mann nichts mehr zu lachen. Sein Fake-Grinsen kann er nicht mehr aufrechterhalten. Und die Freunde, die sind auf einmal weg. Viele Menschen kennen das Gefühl. Ich muss immer gut drauf sein, stark sein, fröhlich sein. Dann komme ich gut an, dann bin ich angenommen. Geld haben und erfolgreich sein, das zählt im Leben. Vielen ist jetzt das Lachen in der Corona-Krise vergangen. Manch einer hat seinen Job verloren. Finanzielle Einbußen, körperliche oder seelische Not. Lea fragt in ihrem Song: Was ist, wenn Träume platzen? Wenn ich nichts mehr hab, nicht einen Cent auf der Suche nach einem Platz zum Pennen. Der junge Mann aus dem Gleichnis, der hat nicht mal mehr einen Platz zum Pennen. Er wird Schweinehirte, schläft bei den Schweinen und isst das, was die Schweine ihm übrig lassen. Und dann kommt die entscheidende Wende in der Geschichte. In seiner Hungersnot erinnert er sich an seinen Vater. Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben? Und ich verderb hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dann kommt schließlich der Tag, an dem der Sohn wieder zu Hause ankommt. Das ist für mich die Schlüsselstelle in dem Gleichnis. Als der Sohn noch weit entfernt war, sieht ihn sein Vater schon. Und es jammert ihn. Und er läuft ihm entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Was Luther hier mit Jammern übersetzt, ist im Griechischen noch viel tiefgehender. Da meint es Erbarmen haben, Mitleid haben, dem dreht's die Eingeweide durch und um. Das heißt, sein ganzes Sein, sein Innerstes ist total betroffen. Und was hier küssen heißt bei uns im Text, das meint ein zärtliches Abküssen. Da kommt die ganze Liebe und Zärtlichkeit des Vaters zum Ausdruck. Seine ganze Freude über diesen wieder heimgekehrten Sohn. Der Vater, er steht da mit offenen Armen und empfängt den Sohn, der ihn für tot erklärt hat. Das ist der Ort, an dem der Sohn sein kann, wie er ist. Wenn alles vorbei ist und er alles vergeigt hat, hier ist er zu Hause. Hier ist er willkommen. Hier ist er geliebt. So wie der Vater, so ist unser Gott. Er nimmt uns an, wie wir sind. Und wir müssen ihm nichts vormachen. Er kennt uns und er liebt uns dennoch. Und wenn wir alles vergeigt haben, dann vergibt er uns. Jesus ist damals mit den Menschen genau so umgegangen, zum Beispiel mit dem Zöllner Zachäus. Und heute? Bei Gott gibt es diesen Ort, an dem ich sein darf, wie ich bin. In einer Kirche, im Freien, in der Natur oder zu Hause im Zimmer. Gottes Ort ist nicht an unsere Räume gebunden. Im Gebet darf ich auftanken. Ich darf ihm erzählen, wie es mir geht, worüber ich mich freue und was mich ärgert und wo ich Mist gemacht habe. Ehrlich und authentisch vor ihm. Die Psalmbeter der Bibel, die haben uns das vorgemacht. Und schließlich gibt es noch jenseits unserer Welt einen wunderbaren Ort. Wenn die letzte Stunde schlägt, Lea singt davon, dann darf ich darauf vertrauen, dass es einen Ort gibt, an dem es kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen mehr geben wird. So sagt es das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Ein Ort, an dem wir Gott ganz unmittelbar nahe sein dürfen. Sag, darf ich zu dir in den besten Zeiten und wenn alles vorbei ist? Gott sagt, ja. Du darfst zu mir.
Mehr noch, ich warte auf dich mit ausgestreckten Armen. Manchmal erklären auch wir Gott für tot. Vielleicht, weil wir von ihm enttäuscht sind. Vielleicht, weil wir wie dieser Sohn unser Glück in Dingen suchen und glauben, Gott würde denen im Weg stehen. Ich lade Sie ein und ermutige Sie. Laufen Sie in die ausgestreckten Arme Gottes. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht wieder neu. Suchen Sie diesen einzigartigen Ort auf. Diesen Ort, der heute und für immer Bestand hat. Amen. Ich würde zu dir gehen, wenn ich feiern will, so wie noch nie, weil ich das Leben spüre und erneige. Ich würde zu dir gehen, wenn die Tränen kommen und ich trauern muss und ich da einfach durch muss bis zum Schluss. Ich würde zu dir gehen, wenn die letzte Stunde für mich schlägt und ich die Wahl hab, wohin ich mich will. Ich will zu dir gehen, sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr bei mir, sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist. Mit allem, was uns bewegt, was uns beschäftigt, können wir zu Gott kommen. Wir beten. Gott, wir bitten um das Notwendige und das Schöne, um das Selbstverständliche und das Besondere, um das, was wir brauchen und das, was wir von Herzen wünschen, um Nähe und Angenommensein. Wir beten zu Gott um das Brot auf dem Tisch, um Gesundheit und Lebenskraft, um einen sicheren Weg, ein schützendes Dach, um erfüllte Tage, um Hoffnung, um einen sicheren Hafen, einen Ort, wo ich sein kann. Wir bitten dich, Gott, um die Treue unserer Freunde und den Großmut unserer Feinde, um die Liebe derer, die wir lieben, und um Achtung für die, die uns brauchen. Wir bitten dich, Gott, um Freude an unserer Arbeit und Gelassenheit bei vergeblicher Mühe, um Zeiten zum Reden und Zeiten der Stille, um Tage des Wartens und Momente des Glücks, um Hoffnung für die Zukunft. Alle unsere persönlichen Gebete legen wir in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war der Pop-up-Gottesdienst heute im Juni. Der nächste Pop-up-Gottesdienst findet am letzten Sonntag im Juli statt.
wahrscheinlich wieder als Kompaktversion hier auf YouTube und Facebook. Und nun geht in diesen Tag, in diese Zeit mit dem Segen und mit der Zusage Gottes. Gott sagt, in das Dunkel deiner Vergangenheit, in das Ungewisse deiner Zukunft, in den Segen deines Helfens und in das Elend deiner Ohnmacht lege ich meine Zusage, ich bin da. In die Fülle deiner Aufgaben und in die Leere deiner Geschäftigkeit, in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und in die Grenzen deiner Begabung lege ich meine Zusage, ich bin da. In die Enge deines Alltags und in die Weite deiner Träume, in die Freude deines Erfolgs und in den Schmerz deines Verlusts lege ich meine Zusage, ich bin da. Und so segne euch der Allmächtige, der barmherzige Gott, der Gott, zu dem wir kommen können, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are. It's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Call me deeper still into love.